Teure Abfuhr. Weil Ungarn nach Ansicht der EU-Kommission nicht genug gegen Korruption macht, sollen jetzt Fördermittel gestrichen werden. Preise senken, aber wie? Nach der Stromkostenbremse fordern viele jetzt auch einen Gaspreisdeckel. Wir sprechen darüber mit dem Ökonomen Michael Böheim. Und Abschied. Die Schauspiellegende Christiane Hörbiger ist verstorben mit 84 Jahren. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Seit Jahren schon wirft die EU-Kommission der Orbán-Regierung die Missachtung von EU-Prinzipien vor. Und jetzt soll das finanzielle Konsequenzen haben. Weil die angekündigten Reformpläne von Ungarn nicht weit genug gehen, spricht sich die EU-Kommission dafür aus, insgesamt 13 Milliarden Euro an Fördermitteln zu sperren. Und so eine Entscheidung gab es bisher noch nie. Insgesamt 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbautopf sind nun an konkrete Auflagen geknüpft worden. Zusätzlich will die EU-Kommission weitere 7,5 Milliarden Euro an regulären EU-Geldern einfrieren. Die 17 Reformen, die Ungarn beschlossen hat, um doch noch an EU-Geld zu kommen, wurden laut EU-Kommission nicht ausreichend umgesetzt. The direction is still the right one, but we are not yet at the goal. Die Richtung stimmt, aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Wir sehen jedoch, dass diese budgetären Maßnahmen langsam wirken. Incentives, if you like, have an impact and start to pay off. Ob das Geld tatsächlich eingefroren wird, entscheiden letztlich die anderen Mitgliedsländer. Einstimmigkeit braucht es hierfür nicht. Dort, wo sie benötigt wird, könnte Ungarn von seinem Vetorecht Gebrauch machen, um wichtige EU-Entscheidungen zu blockieren. Mit morgen gilt in Österreich die sogenannte Strompreisbremse, mit der alle Haushalte die Kosten für Strom bis zu einem gewissen Level subventioniert bekommen. Weil Betriebe und Haushalte aber auch wegen der hohen Kosten für Gas äußerst gefordert sind, wird in der heimischen Politik der Ruf nach einem zusätzlichen Modell laut. Einer Gaspreisbremse, wie sie jetzt in Deutschland kommt. Viel erspart bleibt den Kundinnen und Kunden bei den Energiepreisen derzeit nicht. Durch die Strompreisbremse soll sich das ändern. 2.900 Kilowattstunden pro Jahr sollen für jeden Haushalt in Österreich gefördert werden. Das entspricht etwa 80% des Jahresverbrauchs eines durchschnittlichen Haushalts. Die Kosten sollen höchstens 10 Cent pro Kilowattstunde betragen. Die Förderung muss nicht beantragt werden und wird automatisch vom Anbieter abgerechnet. Für Haushalte, in denen mehr als 3 Personen leben, soll es zusätzliche Förderungen geben. Einige Landeshauptleute haben zuletzt auch eine Gaspreisbremse gefordert, wie sie vor kurzem in Deutschland beschlossen wurde. Das lehnt Finanzminister Magnus Brunner heute ab. In Deutschland hätten 48% der Haushalte eine Erdgasheizung. In Österreich ist das Bild ein gänzlich anderes. 23% in Österreich, also wenn wir das herunterbrechen auf die Bundesländer, auch in Österreich. Auch hier haben wir innerhalb Österreichs unterschiedliche Voraussetzungen. Im Osten Österreichs seien Gasheizungen etwa deutlich verbreiteter als im Westen. Und live im Studio begrüße ich jetzt den Ökonomen Michael Böheim vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Lenglinger. Herr Böheim, Deutschland ist Österreichs größter und auch wichtigster Handelspartner. Wenn unser Ziel ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich nicht komplett einbricht, welches Szenario gibt es dann, in dem es in Deutschland eine Gaspreisbremse gibt, aber für die österreichische Wirtschaft nicht? Da muss man etwas weiter ausholen. Wir haben es aus meiner Sicht hier mit einer klassischen Rationalitätenfalle zu tun, dass jemand oder ein Land etwas macht, was individuell rational ist, also die deutsche Regierung will die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verbessern und subventioniert deswegen den Erdgaspreis. Bezogen auf die anderen Länder der Europäischen Union bedeutet es aber, dass sich deren Wettbewerbsfähigkeit dadurch relativ verschlechtert. Und darum wäre es, und das hat auch das WIFO immer argumentiert, eine europäische Lösung, wo die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Länder nicht verzerrt wird, auf alle Fälle die bessere Lösung. Weil so kannst du am Subventionswettlauf kommen und am Ende gibt der Staat oder die Staaten viel Geld aus und keiner der Staaten oder ist dann besser dran. Gut, die europäische Lösung zu finden, das erweist sich als äußerst schwierig, gibt es momentan nicht. Und wenn die Situation so ist, wie sie ist und wenn Deutschland eine Gaspreisbremse bekommt, wie kann das dann für Österreich ausschauen, wenn man keine hat? Also
Einerseits hat die Gaspreisbremse natürlich Vorteile für die deutschen Unternehmen, weil deren Input, der Gaspreis, natürlich niedriger wird und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt. Für die österreichische Wirtschaft hat das zwei Konsequenzen. Einerseits verbilligen sie natürlich Vorprodukte aus Deutschland, die erdgasintensiv ist. Das ist an sich eine gute Nachricht, weil die österreichische Wirtschaft billigere deutsche Produkte einkaufen kann, die der deutsche Steuerzahler subventioniert. Mhm. Andererseits haben natürlich Unternehmen, die mit deutschen Unternehmen im Wettbewerb stehen, einen Wettbewerbsnachteil. Und das würde natürlich längerfristig zu einem Strukturwandel führen, weil natürlich die Produkte der österreichischen Unternehmen nicht mehr in dem Maße wettbewerbsfähig werden, wie sie es eben dann vorher waren. Jetzt haben wir vorhin den Finanzminister gehört, der gesagt hat, er möchte so eine Gaspreisbremse nicht, weil das Heizen mit Gas in Österreich auch nicht vergleichbar ist mit dem Ausmaß, wie es in Deutschland gemacht wird. Wenn man nicht mit so einer Bremse ansetzt, mit diesem Modell, was kann man denn sonst machen, um jetzt das Thema Heizkosten genauso zu bearbeiten, wie man es beim Strom gemacht hat? Also meine Empfehlung wäre, jenen Menschen zu helfen, die sich die erhöhte Gasrechnung nicht mehr leisten können. Weil eines darf man nicht übersehen, im Unterschied zu Strom wird Gas nicht von jeder Mann und jeder Frau verbraucht, nämlich nur von denen, die eben eine Heizung mit Gas haben. Und man würde dann jenen Energieträger subventionieren, aus dem man eigentlich aussteigen will, und andere Energieträger, Pellets, Wärmepumpe etc. benachteiligen. Also da würde es auch zu einer Verzerrung kommen. Und deswegen erscheint es aus meiner Sicht vernünftiger, einen sozialpolitischen Ansatz zu wählen und wirklich nur jene Haushalte zu unterstützen, die sich die Gasrechnung dann wirklich nicht leisten können, und andere Haushalte, die das sehr wohl können, eben mit keiner Subvention zu versehen. Also da ist Differenzierung notwendig, sagen Sie. Allerletzter Punkt, ganz kurze Frage zur Strompreisbremse. Da hat nämlich die Regierung angekündigt, dass vor allem größere Haushalte jetzt noch mal mehr entlastet werden soll, als es im bisherigen Modell vorgesehen war. Das hatten Sie damals sehr kritisiert. Wie sehen Sie das jetzt, dass man da eine Neuerung beifügen will? Na, wie gesagt, dass die Haushaltsgröße berücksichtigt wird, das finde ich sehr, sehr vernünftig, weil natürlich die Größe des Haushaltes einen Unterschied macht, wie viel Gas verbraucht wird. Was wir kritisiert haben, ist, dass in dem jetzigen Modell das Kontingent der 2900 Kilowattstunden relativ hoch angesetzt ist und der Single-Haushalt, noch dazu, wenn er in Niederösterreich liegt, mit der Kombination des Ganzen vielleicht sogar niedrigere Energiekosten hat als vor dem Energiepreisschock. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Herr Böheim, vielen Dank, dass Sie sich so spät die Zeit noch genommen haben. Gerne. Danke sehr. Ja, mögliche Sorge um hohe Energiekosten, das trifft hierzulande künftig noch deutlich mehr Leute, denn Österreich wächst. Im Jahr 2050 sind wir mehr als 10 Millionen Menschen. Das Bevölkerungswachstum hat dabei vor allem einen Grund. Die Bevölkerung wächst, und zwar nur wegen der Zuwanderung. Ohne Zuwanderung würde Österreich schrumpfen, mit allen Folgen zum Beispiel auch für den Arbeitsmarkt in Bedeutung auf den zunehmenden Fach- und Arbeitskräftemangel. Großer Schauplatz und Themenwechsel jetzt. Wir befassen uns mit Maria Kolesnikova. Sie ist eine der Führungsfiguren der belarussischen Opposition. Nun liegt sie aus bislang ungeklärten Gründen auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation im Gefängnis, wohlgemerkt. Deutschland fordert ihre sofortige Freilassung. Das sind die letzten Bilder von Maria Kolesnikova, verurteilt zu 11 Jahren Haft. Wegen Verschwörung zum Umsturz. Nun ist sie auf der Intensivstation. Warum, ist unklar. Laut ihrer Schwester war sie davor in einer Strafzelle in verschärfter Haft, weil sie gegen Gefängnisregeln verstoßen haben soll. Unangepasst und widerständig war sie immer. Sie ist eine Galionsfigur der Massenproteste vor 2 Jahren, nach der Wahl, bei der sich Langzeitherrscher Lukaschenko zum Sieger erklärt hat. Anders als ihre Mitstreiterinnen, die im Exil leben, ist Kolesnikova in Belarus geblieben. Als das Regime sie ausweisen wollte, hat sie ihren Pass zerrissen. Und weiter die Proteste angeführt. Bis sie festgenommen und ins Gefängnis geworfen wurde. Ihr offenbar alarmierender Gesundheitszustand bringt Maria Kolesnikova und ihren Kampf gegen das Regime wieder in die Schlagzeilen. Zumindest für kurze Zeit. Erfolg ist, ein und dieselbe Sache lange genug zu tun. Das hat Christiane Hörbiger einst gesagt, und sie selbst hat nach dieser Definition jedenfalls erfolgreich gelebt. Die Schauspiellegende ist heute verstorben, mit 84. Zeit ihres Lebens hat sie in über 130 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt.
Mehr als 6 Jahrzehnte hat sich Christiane Hörbiger in die Herzen des Publikums gespielt und immer wieder ihre enorme Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Also so weit ist es mit mir gekommen. Am Theater und als Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen. Du bist mein Buhl! Oder ab den 1980er Jahren in Fernsehserien und Kinofilmen à la Stonk. Man wird uneitel. Selbstverständlich, es geht mehr um die Sache. Männlich siehst du aus. Mächtig und männlich. Bei den Schauspielern gibt es immer eine ganz wichtige Eigenschaft, das ist Charisma, also Ausstrahlung. Das hatte sie zweifellos. Sie war sehr präzise, sehr handwerklich exakt. Sie hat ja in den letzten Jahren unheimlich viele schräge Charaktere gespielt. Sie war absolut uneitel. Ich will nicht Königinnen spielen. Das wollte ich als junges Mädel immer die Prinzessin spielen. Also keinesfalls mehr. Nein, gerne Menschen, die wir alle kennen. Und solche Menschen hat die preisgekrönte Schauspielerin bis zuletzt auf unnachahmliche Weise verkörpert. Letzter Programmpunkt jetzt bei uns. Der Blick aufs Wetter. Im Süden des Landes geht es morgen trüb weiter. Ansonsten kann sich das Wetter auflockern und auch leicht sonnig werden. Die Temperaturen, die bleiben dabei konstant bei 3 bis etwa 5 Grad. Zum Wochenende hin wird es windig und mit den Temperaturen geht es dann auch leicht bergauf. Aber im Großteil des Landes bleibt es trüb und zeitweise auch nass. Das war die letzte Zeit im Bild des Tages. Von uns allen hier eine gute Nacht noch.